Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Birdland Paradise. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt auf Level 13 und ich habe ziemlich viel erreicht. Ich habe jetzt hier auch zum Beispiel die Raben neu. Ja, wie ihr sehen könnt, das ist mein Intro-Käfig, also der Käfig M5. Und ja, ich habe halt hier in der Phoenix-Case habe ich viele neue Phönixe. 3 Stück, glaube ich. Und das eine ist noch nicht geschlüpft. Wartet. Ja, da ist es. Ups. Ja, perfekt. Ja, ich habe auch hier bei den Wiederhopfen gute Arbeit geleistet. Sehr gute Arbeit. Ja, es ist ein bisschen laut. Ich bin draußen. Aber ich hoffe, es passt so. Ja, hier, die haben Hunger. Ich habe nämlich einen... Also, ich habe ganz viele gezüchtet, weil ich finde die so schön. Leute, also, unbeschreiblich schön. Genau. Den regenbogenfarbenen hier, wenn man ihn sehen kann, hier. Genau, und bei den Kanaris hat sie eigentlich nicht viel getan. Dann habe ich noch diesen Käfig neu. Und wie ihr sehen könnt, habe ich aufgeräumt. Ich habe alle meine alten Papageien und so verkauft und meine Wellensittiche. Ich habe nur noch die regenbogenfarbenen, wie ihr sehen könnt. Und schreibt bitte in die Kommentare, was ich damit machen soll, weil die will ich halt ungern verkaufen. Hier habe ich ein paar Eklektusse und Senegal-Papageien gezüchtet. Und ja, hier natürlich die Raben. Und die sind ja so mega teuer. Ihr müsst bedenken, der schwarze, der ganz normale Rabe kostet 99 Federn. Der weiße kostet 60, der rote kostet 55 Federn und der kostet einfach 4000 Münzen. Ja, ich habe noch ein Aral. Dann habe ich noch diese Felsenhähne, die gehen vom Preis her eigentlich. Falls ihr meinem Club beitreten wollt, hier könnt ihr sehen, heißt Cute Birds. Ich bin ihm einfach random beigetreten, aber ich finde ihn ganz gut. Und mein Name Birder LOL, Level 13 könnt ihr sehen. Und ja, ihr könnt mich als Freund hinzufügen. Das war's dann auch schon. Tschüss.